Ich schalte um auf die Kleine mit dem Schalldämpfer. So, du könntest jetzt von dir da mal da ist quer durch die Halle. Nach hinten. Nein, nach Westen. Rüber. Vielleicht eher auf der Süd. Siehst du mich? Ja. Okay. Ich bin, da bewegt sich was nördlich von dir, ist aber ein Zivilist. Ist ein Zivilist. Nicht markiert. So, und jetzt kannst du südlich von der Halle, kannst du entlang und da kommst du rüber zu dir. Halt! Da bewegt sich jetzt deine Wache. Markieren. Okay. Keine Ahnung, ob du den siehst. Nein, der geht da zwischen diesen Zelten herum. Nein, sehe ihn gerade nicht. So, jetzt steht er auf. Jetzt kommt er wieder raus anscheinend. Naja, jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er da nach unten. Okay. Ich glaube, wir träumen durch den Zaun nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da durch schieße. Okay. Na, ich habe Zivilisten im Anschlag. Das bringt nichts. Keine Ahnung, was der da macht. Wo ist der Helikopter her? Wieder rein und das zählt. Ja, ich sehe es. Okay. Ich könnte durch die Futterhalle in das eine Zelt drüber. Das erste, das nächste für mich. Und den mal nehmen. Ja, die sind sehr knapp beieinander. Ja, kleine Waffe schallt einfach. Nördlich von dir ist noch einer, den haben wir nicht markiert. Nördlich? So. Du meinst im Inneren? Mhm. Ja, das ist eher westlich, laut Karte. Westlich? Ah ja, stimmt. So. Kein Problem. Da ist der Norden. So, na, dann gehe ich innerhalb von der Halle rüber. Ah, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt der Einser wieder raus. Ah, jetzt sind es zwei. Das ist schön. Wir markieren den zweiten auch noch. Bitte? So, den einen könnt ihr wegnehmen, den Einser. Den Einser, auf den habe ich, ja, auf den könnte ich auch ziehen. Ups. Okay. Da kommt einer raus, glaube ich. Fuck, da ist einer alarmiert. Was ist er raus denn? Eliminiert? Mhm. Der Zweier steht da bei mir unten, der hat ja, ein Dritter. Dritter kommt, ja. Eliminiert. So, jetzt gilt es auf den Zweier zu warten. Das ist der einzige. Und dann noch im Inneren. Mhm. Der Zweier ist bei mir hinter dem Zaun, den erwische ich nicht. Okay. Da könntest du vorstellen, dass die du in seine Richtung vorarbeitest, da entlang. Das Fernglas wieder. Bei dem kann ich da nicht wirklich helfen. Achtung. Schlaft der da drinnen? Kann durchaus sein. Ja, dann mit der Pistole einfach wegmachen. Ich könnte einen Blindschuss fahren. Einfach draufhalten, da drückst du einfach ein paar mehr ab, sobald du mir fahren kannst. Ja, und gleich noch. Der Tango ist sich jetzt der Gefahr bewusst. Sehr schön. Tango, Tango. Alles gut, alles gut. Okay, jetzt ist nur noch der drinnen, okay. Der eine nicht markierte. Ich mache mich am Weg hier in die Richtung, suche eine Position und... Und ich komme nach. Okay, ja.
blockiert. Sehr schön. Okay. Jetzt bin ich hinter dir. Okay. Sonst fehlt mir immer der eine, der nicht markiert ist. Soll er auf den Wachturm rauf? Mhm. Gehen wir auf den Wachturm rauf. Vielleicht siehst du ihn. Ich glaube ja, dass er drin ist. Jetzt beim Gebäude. Ich sehe da nichts. So, ein Hauptmann hat er. Da ist aber jetzt keiner. Markiert. Das war er. Das war der Unidad-Hauptmann, war der uns noch gefehlt hat. Ja, hast du den jetzt erledigt? Oder? Nein, ich habe ihn gerade markiert mit dem Fernglas. Das ist der gelbe Pfeil nach unten, wenn du auf der Map hast. Der steht oben am Dach. Ah, und ja. Wir haben nur mehr den und brauchen jetzt nur mehr verhören. Der Rest ist erledigt. Klar. Sehr cool. Wo geht's nach oben? Der Bruder. So, ich komme in deine Richtung. Ja, ich habe nachgeladen. Geht's da ich rein? Stehe am Fuße der Stiege. Ah, da geht's rein. Yep. Gleich rechts und dann ist die Stiege. Nach oben. Alles klar, dann mal rauf. Rauf, 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 die Treppe rauf. Willst du? Ja. Oh ja, okay. Soll das? Scheiße! Pendejos. Ja, ihr könnt mich auch gleich umbringen, ich höre nicht Karo. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Julie und Polito hängst du vielleicht als Nächster an der Decke. Du kannst ihn nicht hauen. Du bist besser dran, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte. Aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua, sag. Du hast ein Paket für sie. Ins Knie. Oh ja, Polito. Ich habe hier Einladung für dich. Sehr schön. Na gut, das war's dann. Wir alles werden noch markieren. Alles looten. Und ich glaube, okay, wir sind am Ende der Folge, ne? Pendejos, ihr seid tot. Ich würde jetzt ehrlich gesagt vergessen, die Zeit wieder zu starten. Ach, ich würde sagen, wir looten noch und dann... Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie viel. So. So. Wo ist da die Kiste? Ich glaube, ich hüpfe da mal runter. Ich finde sie da nicht. Da unten, da wo wir gestanden sind, war eine. Ah, okay. Da müssen wir da rein. Also ich. Ja, genau. Außen. Na, das ist nur Munition da. Ja, Aber es muss da wo. Da oben, wo ich war, war eine Kiste. Ach, Schub. Im Norden ist eine Waffenkiste und. Ja. So, hier bin ich blind. Ah, da. Ah, da. So, die Soldaten müssen wir auch noch befreien. Rebellen. Die Rebellen? Bremsen. Aber macht man das bitte zum Schluss, die Rebellen? Keine Ahnung, was die aufführen, sobald sie frei sind. Stimmt. Dass da Gott und die Welt allen sind. Kommt man da irgendwo raus? Da. Ja, da. So.
so, die Waffenkiste, die ist bei dir drüben, gell? Da, wo ich gerade drinnen bin, ja. Ja, mal schauen, was wir da wieder für eine Waffe Zubehörteil. Bekommen. Als Hafen gibt es auf alle Fälle eine komplette, ja, Anbauteile haben wir gekriegt. Mhm, das werden wir euch auch zeigen in einer Folge. Ja. Wie man die Waffen ausrüsten kann. Das ist ja, nur Munition im Regal, schön. Steht dann noch was. Ah ja. So, da ist wieder Nachschub. Ja, dachte ich auch, bis ich dann mal geschaut habe in jeder einzelnen Waffe, was das Zubehör gibt. Mhm. Oh, Zieloptik. Mhm. Gut, im Hafen, hast du gesagt. Oder machen wir zuerst die Rebellen? Na, du kannst ruhig einmal, wie du willst. Ja, ich wäre schon in der Nähe. Ja, dann lass sie aus. Lass die Bande frei. Ich mach nur die letzten Kisten noch. So, Jungs. Oh, da herüben die Waffen, die Nachschubkisten hast du alle. Moment mal, wo bist du? Auf der Südseite. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Okay, werden sie mal zusammenstellen. Boom, das ganze Lager weggesprengt. was haben wir da? Da ist auch noch waffentechnisch was. So. Ah, da draußen. Ups. Willst du eine Information suchen? Okay, und jetzt raus in den Hafen. Die macht das Tor. Warum? Da ist er durch. Hä? Ja. Ja, ganz unten hätte ich jetzt gesagt. Drin, drin. Ah, da hier vorne. Oh Gott, ich bin da extra rundherum. Nein. Ja. Okay, und oben hast du gesagt, so ein Kisten? Ja, in beiden großen Lagerräumen. Drüben glaube ich zwei in der kleinen und in der großen sind es drei oder vier. Gut, okay. Lauf da nochmal alles durch. Ich suche. Ah, da sind nur Informationen bei den Autos draußen. Auf der Westseite. Ich bin nur am Suchen. Das suche ich jetzt einmal. Ah, da herinnen sind sie. Warum kann ich das nicht erkennen? Ach schon, ja. Okay, das finde ich da nicht. So, ich glaube, ich habe dann alles. Das Morgen, glaube ich. Mir fehlt noch ein großer Teil. Im Hafengebiet oder was? Ja, vor allem, ich stehe dort und ich finde es nicht. Und dann ist vielleicht der Stockwerk drüber. Da war ich schon, da war nichts, aber ich schaue nochmal rauf. Da ist noch ein Stockwerk. Im Dach ist auf alle Fälle die Waffenkiste. Okay. Da geht's da noch mal drauf? Dann im Erdgeschoss waren Medikamente. Ah, da ist das einer. Da ist auch nichts mehr. Ah, ich hab also. Rücken ist doch noch einer. Ja. Hä? Ah, super Shorty. Ja, genau. Cool.
da ist auch ein Punkt, oder so. Kann man da irgendwo... Ah, da muss man da rauf. Da rechts ist, in der rechten, ist noch nicht mal außen der Treppe. Die wir auch übersehen. Da ist dann oben noch mal was. So. Genau. Lauft dran vorbei. Okay. Und direkt da beim Wasser geht eine Treppe rauf. Direkt beim Wasser geht da, eine Treppe rauf. Da jetzt. Ah ja. Ja, dann hast du gleich mal das Paket da oben. Da. Und unten ist dann auch eines drin. So. Und hast du die Dokumente aus dem Lager? Also nein, an dem Boden ist so ein Dokumentenordner gelegen, da können wir auch noch hinschauen. Den hätte ich auch übersehen. Glaub das Symbol nicht. War so, nämlich jetzt muss ich mal das andere von den Zeug. Fahrzeugen überdecken. Wo ist da noch was? Da hier oben nichts, das ist unten. Da müsstest. Genau. Ja, da sehe ich aber noch was. Was hier in dem Gebäude? Da war noch was. Da. Ah ja. Gut, schauen wir mal. Ein Nachschub müsste da sein. Stimmt, im Lager. Dokumente. Mhm. Was nehmen wir sich mit? Einen gepanzerten Jeep oder einen Heli? Na, Heli kennen wir schon. Gepanzerter Jeep ist cool. Und zwar, ich hoffe, ich finde die jetzt gleich wieder, aber ich glaube schon, die werden da heroben. Da ganz rauf. Okay, waren wir eigentlich schon in den Türmen? Nein, in den Türmen war ich noch nicht. Aber ich laufe dann einmal, während du da die Dokumente nimmst. Also du wachst dann nur mehr da gerade noch vor, wo ich jetzt stehe. Mhm. Und da drinnen liegen sie. Ich schaue mal auf den einen Turm da rauf, wo nichts drinnen ist. Aber ich glaube, das wird sonst schon. Ich sehe sie. Da muss oben wieder. Ein Bildnachweis. Also in dem Turm da ist nichts. Im Stahlträgerturm war ich. Ja. Oben. Da war auch nichts. Okay, na, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ja gut, dann können wir raus. Ja. Irgendwie kann man das Tor da, glaube ich, aufmachen. Das könnte man auch noch probieren. Da muss da irgendwo. Das Tor da hinten. Der Öffner sein. Da drinnen schon. Da drinnen ist ein Öffner. Das ist Elektrizität. Und ich glaube, mit dem steuerst du dieses Tor im Süden. Okay. Ja, so ist es. Da vorne steht ein Gepanzerter mit Minigun. Und im Westen am Parkplatz stehen auch mehrere. Okay, nehmen wir gleich den. Ich will nicht Passagier sein, ich will Scharfschütze sein. Los geht's! Schütze! Du musst dich hinten hinstellen. Ja. Ich mach schon. Dann schnell mal rundherum. Laufen. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und schaut wieder rein, wenn es heißt bei Anduin und Tipa, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ciao! Tschüss!